Erstmal sollte man halt wirklich darauf achten, jetzt ganz abschließend, wenn man sich für den Weg entschieden hat, mehr Energie, ein besseres, höheres Selbst zu erreichen, Krankheiten zu besiegen und vorzubeugen, dann sollte man halt wirklich gucken, dass man seine Ernährung dahingehend umstellt, dass man einen hohen Rohkostanteil hat und dass man diesen dann dauerhaft hat. Darum geht's. Dass man es so ausrichtet, die ganze Ernährung, dass man halt nicht versucht, möglichst schnelle Änderungen zu machen, sondern möglichst dauerhafte Veränderungen. Auch wenn ich persönlich an schnelle, tiefgreifende Veränderungen glaube. Aber die meisten sind halt so in dieser Matrix noch drin, dass es für sie wirklich immer noch einfacher ist, langanhaltende, nicht so schnelle Veränderungen zu machen. Das ist meine Meinung dazu. Also Rohkost erstmal als Ziel oder zur Not High Raw Übergangskost beziehungsweise Übergangskost mit dem Ziel Rohkost. Dort dann aber auch genug zu essen, wirklich, damit die Verdauung funktioniert, damit die Entgiftung nicht zu stark ist, damit man sich auch wohlfühlt, damit man sich geerdet fühlt, damit man sich motiviert fühlt und nicht einfach unmotiviert rumhängt, dass man seinen Sport einhält, sein Sportprogramm vielleicht erhöht, sehr viel trinkt, genug trinkt und genug schläft. Das sind so die Basics, an die sich erstmal jeder halten sollte, meiner Meinung nach. Und alles andere sind dann halt, ja, darauf aufbauende Schritte, wenn das halt erstmal sicher funktioniert, sozusagen. Seine Ernährung und seinen Lebensstil auch möglichst simpel zu gestalten oder zu vereinfachen und dieses alles zur Gewohnheit werden lassen. Das ist erstmal das Erste. Diese letzten 30 Sekunden, die ich gesagt habe, die könnte ich jetzt sogar am Anfang des Videos stellen, weil das ist ja eigentlich erst das Allerwichtigste. Das ganze Gelaber danach, das könnte eigentlich erst noch komplett ignorieren im Prinzip. Hallo, diesmal wieder im Liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Bart mal diesmal komplett wachsen lasse. Habe ich irgendwie mal Bock drauf. Aber es wird alles spontan entschieden. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Video nenne. Auf jeden Fall gab es zu meinen ganzen Ernährungsvideos und Saftfastenvideos mehrere Kommentare, die in die gleiche Richtung gegangen sind. Und auch in meinem Umfeld gab es halt natürlich diesbezüglich Kommentare und das ist halt die Sache, dass ich oder dass halt manche skeptisch sind, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, auch ziemlich skeptisch sind, einmal der Rohkost allgemein gegenüber, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann oder zu irgendwelchen Problemen führt. Oder dass halt ja auch Saftfasten oder wenig Essen mit Rohkost oder Frutaria dauerhaft. Also alles von den Sachen, die halt bei meinem Kanal momentan auch eine Rolle spielen, dass die dauerhaft irgendwie nicht funktionieren könnten oder halt ungesund ist oder zumindest in der Geschwindigkeit, in der ich voranschreite, also ich persönlich, das zu ungesund sei. Und diese Sicht kann ich absolut verstehen und ich möchte kurz auch schildern, warum ich die verstehe und warum ich aber dennoch eine, ja, eine eigene, andere, eine sich differenzierende, oder sagen wir, sich unterscheidende Meinung habe. Also ich glaube zu wissen halt, woher diese Meinung kommt. Ich habe mir dazu jetzt einige Notizen gemacht. Also ich habe jetzt ein weiteres Experiment hier durchgeführt, um halt meine Vermutung zu bestätigen, woher diese Meinung kommen, diese Kommentare, dass das auf Dauer nicht funktionieren könnte oder zu schnell sei und so weiter. Also ich habe, das Experiment war, dass ich jetzt mehrere Wochen lang, ich glaube 3 oder 4 Wochen knapp, gar keinen Ausdauersport gemacht habe. Ich war einmal laufen in der Zeit, habe sonst keinen einzigen Ausdauersport gemacht. Und ich habe in der Zeit gemerkt, dass meine Fitness halt deutlich abnahm. Also was heißt deutlich? Also bei diesem Einlauf, den ich gemacht hatte, nach 2 Wochen Pause, konnte ich genauso schnell weiterlaufen wie vorher. Aber ich habe im Alltag einfach gemerkt, oder wenn ich Krafttraining mache, dass ich oder einfach im Alltag mein Mindset, ich war nicht mehr, es war nicht mehr so einfach,
meine, ich sag jetzt mal, Frequenz zu halten, oder wenn der Begriff Frequenz einem nicht so geläufig ist, ja, meine geistige Ausdauer, meinen geistigen Willen auch aufrechtzuerhalten. Das war deutlich schwieriger und auch in Bezug auf Ernährung und aber auch die körperliche Fitness in Bezug auf die Ernährung. Ich muss wirklich jetzt mal auf die Notizen gucken, weil das wirklich ein relativ komplexes Thema ist und weil ich es halt wirklich für euch versuche verständlich zu erklären. Vorweg, ich habe mir bis jetzt keinerlei Gedanken drum gemacht. Bei mir kommt das einfach alles so, das fließt bei mir über die andere Gehirnhälfte sozusagen. Und ich habe das mit der Notiz einfach versucht zu dekodieren für die andere Gehirnhälfte, um das euch verständlicher zu machen. Also ich selber mache mir eigentlich überhaupt keine Gedanken über sowas, ehrlich gesagt. Also jedenfalls nicht so viel. Ich mache einfach nur Experimente. Ich mache einfach nur, höre auf meine Intuition, mache einfach Experimente, werte die halt kurz aus und gehe dann weiter. Also ich fand es in der Zeit deutlich, wirklich deutlich, deutlich schwieriger, selbst nur die Rohkost komplett einzuhalten. In der Zeit, wo ich gar keinen Sport gemacht hatte. Es waren keine Gelüste, die ich da hatte, sondern ich konnte nämlich mit diesen krassen Energien nicht richtig umgehen. Meiner Meinung nach ist es halt so, wenn man wächst, dann schmerzt es halt. Und dieser Prozess führt dazu, dass man wächst, dass man immer mehr erkennt. Also auch eine höhere Frequenz von daherkommenden Erkenntnissen hat. Also mein Spirituelles geht gerade eigentlich ziemlich ab, muss ich sagen, dadurch. Und die sogenannte Erdung, die fehlt dann halt plötzlich. Das zu mir war, wenn es jetzt auch ein krasser Schritt gewesen von 5000 Kalorien High Carb inklusive großer gekochter Mahlzeit, den Schritt hin zu 100% roh, wenig essen, immer weniger essen, regelmäßig Saftfasten machen, Erfahrung mit Prana machen und so weiter. Und das ist dann schon ein starker Wachstumsprozess, sagen wir mal so. Und durch das Training, besonders durch das Laufen, dadurch konnte ich erst sehr gut mit diesen aufkommenden Energien quasi mitschwingen, also mithalten sozusagen, dass ich ja, dass ich nicht zu schnell schwinge, sondern mich selber anpasse daran, dass ich selber mitgehe, immer weitergehe, mich nicht hängen lasse und dann sozusagen von den Schwingungen in Anführungszeichen zerrissen werde oder halt dann nicht zerrissen werde, sondern ich bin dann einfach nicht balanciert, nicht ausbalanciert, nicht, ich bin im Geiste noch nicht bereit genug sozusagen für diese höheren Energien, die man zur Verfügung hat, die man dadurch definitiv zur Verfügung hat. So kann ich es am besten ausdrücken. Das Laufen, das gibt auf jeden Fall deutlich psychischen Halt, so kann man es auch ausdrücken, auf mehr Common Sense sozusagen, mehr die allgemeine, sozusagen dekodiert jetzt für den allgemeinen Geist, kann man sagen, es gibt mehr psychischen Halt, es gibt mehr psychische Kapazitäten, also das Laufen jetzt, und eben auch physische Kapazitäten. Besonders für radikale Veränderungen, wie diese jetzt, in meinem Falle besonders, gibt Ausdauersport, besonders Ausdauersport, aber Sport allgemein, mehr physische Kapazitäten, also die Fitness, da man erstmal einfach Ausdauer braucht, um solche radikalen Veränderungen in der Ernährung, die halt auch physisch sind, durchzuhalten. Bis man sich dran gewöhnt hat. Das ist halt immer so, dass man sich erst nach einer Zeit dran gewöhnt hat. Und wenn das halt wegfällt, habe ich halt wirklich gemerkt, dass das auch von physischen halt auch schwieriger wird, so schnell fortzuschreiten. Dass dann halt die Verdauung plötzlich nicht mehr funktioniert hat, weil man halt zu wenig gegessen hat, zu wenig Ballaststoffe und so weiter. Aber wenn der Körper sich halt angepasst hat und der Darm über eine Zeit lang, habe ich auch schon gemerkt, dass das dann gar nicht mehr nötig ist, so viel zu essen, dass die Verdauung dann trotzdem funktioniert, zum Beispiel. Und deswegen ist es dann halt zum Beispiel ganz wichtig, halt nicht zu schnell voranzuschreiten. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, für diese positiven Kritiker sozusagen, da sehe ich halt den
dann glaube ich, dass dass die Leute nicht sehen, was es gar kein Vorwurf ist oder so. Aber meiner Meinung nach ist das halt so, oder meiner Erfahrung auch nach, dass sie halt nicht wissen, dass man durch Leistungssport, so wie ich ihn betrieben hatte und weiterhin betreibe, also ich es in dem Experiment halt nicht betrieben habe, dass das wirklich richtig krasse Auswirkungen hat. Also das ist bei mir so, dass Leistungssport oder auch Sportarten wirklich an die Grenzen, also ich gehe bei jedem Training zumindest über meine psychischen Grenzen hinaus, wo ich denke, dass ich nicht mehr kann, dass ich dann aber trotzdem eine halbe Stunde weitermache oder was weiß ich. An physische Grenzen gehe ich auch ab und zu, beziehungsweise kann die dann auch irgendwie mit meinem Geist überwinden, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo halt Schmerzen hatte. Mit meinem Geist habe ich dann drauf meditiert und losgelassen, dann waren die Schmerzen wieder weg und so weiter. Dann kam, bin ich noch schneller gelaufen, dann kam der Schmerz halt wieder, weil ich halt noch mehr Belastung hatte, dann habe ich wieder meditiert, dann war er wieder stehen, konnte wieder schneller. Und eigentlich geht das unendlich weiter, nur dass das halt immer schwieriger wird für den Geist irgendwann. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da will ich nicht so viel erzählen, da will ich dann eher in der Zukunft Taten sprechen lassen. Nur kurz angeschnitten für die Leute, die das auch in der Theorie interessiert. Jetzt habe ich über den Faden verloren. Genau, dass der Leistungssport halt, besonders wenn man ein Mindset hat, dass man regelmäßig an Grenzen geht, dass es bei mir so ist, eine Entgiftung durch Saftfasten im Gegensatz zu einer einzigen richtig krassen Sporteinheit, dass es so ist, dass es die so ist, dass ich mein Mund kommt nicht mit meinen Gedanken hinterher. Und jetzt kommen meine Gedanken nicht. dass eine Ausdauersporteinheit, die so krass, die richtig krass ist, dass die der Grad der Entgiftung ungefähr 5 Tage einer Saftfastenkur entspricht. Also es so viel entspricht, als wenn ich 5 Tage lang fasten würde mit wenig Säften. Das durch eine Einheit. Und wenn ich davon dann jeden Tag so eine Einheit mache oder 5 Einheiten und dann nochmal Kraftsport fast jeden Tag mache, dazu dann einen Saftfasten, dann kann man sehen, wie richtig krass schnell ich entgiftet habe. Und das habe ich halt auch gezeigt, indem ich 2 Wochen lang jeden Tag 1 Kilo abgenommen habe und insgesamt 15 Kilo in 2 Wochen. Das ist jetzt meine ewige Referenz sozusagen, dass ich das einmal gemacht habe. Das hab ich auch deswegen gemacht, einmal so krass richtig was machen, um eine Referenz zu haben, immer darauf hinweisen zu können. Da kann man auch immer die alten Videos davon angucken und den Progress sich angucken, damit ich da halt nicht einfach aus dem hohlen Zahn sozusagen erzähle. Und da ist es dann halt so, dass das wirklich sehr stark kompensieren kann für eine gewisse Zeit. Das ist natürlich nur für eine gewisse Zeit sinnvoll. Ich will ja nicht dauerhaft irgendwas kompensieren müssen, sondern ich kompensiere ja nur die Rückvergiftung, die irgendwann aber nahezu komplett vorbei ist. Und damit versuche ich halt möglichst schnell eine nächste Stufe zu erreichen, weil ich glaube an schnelle, tiefgreifende Veränderungen. Ich glaube, dass diese langsamen und stetigen Veränderungen eher so eine Programmierung der Matrix sind, in der wir leben. Also das ist auch wichtig, langsam und stetig und so weiter, aber das ist halt nicht der einzige Weg. Aber das wäre jetzt auch ein anderes Video wiederum, falls ich das überhaupt in irgendeinem Video erwähnen werde nochmal. Auf jeden Fall ist es so, dass halt der Leistungssport richtig krass werden kann und dass ich deswegen auch, ja, ich erzähle mal ein paar Sachen weiter zum besseren Verständnis. Da ist mir gerade was eingefallen, das muss ich hier gerade suchen. Also die Erklärung, die ich halt so jetzt geben wollte, ist noch nicht ganz abgeschlossen. War trotzdem schon mal der Satz, dass ich das als Erklärung erstmal dafür liefern wollte und nicht irgendwie, um mich irgendwie zu verteidigen oder sowas. Letztendlich mache ich so einfach nur mein Ding und vertraue meinen Intuition und den Ergebnissen meiner Experimente und gucke auch, wie die auf Dauer sind. Diese Intuition sagt mir jetzt zum Beispiel auch bei dem Experiment, hat sie mir zum Beispiel auch gesagt, dass ich, wo ich halt jetzt wochenlang nicht gelaufen bin, dass das sogar mit dem Rohschwer klappt. Zumindest, dass ich deutlich mehr Hunger habe. Also meine Intuition funktioniert eigentlich. Die sagt mir halt jetzt, ne, jetzt brauche ich halt mehr Essen. Ist einfach so. Und für manche wird sich das jetzt paradox anhören. Aber bei mir ist das so, jetzt habe ich weniger Sport gemacht wochenlang, dadurch habe ich die ganze Zeit viel mehr Hunger gehabt.
und auch Gelüste gehabt, denn Sport generiert nämlich Energie und auf Dauer entgiftet Sport auch. Und da ich keine Lust habe, mir dann ewig 10, 20 Bananen reinzuhauen, dadurch, dass ich hier mehr Hunger habe, durch die Rückvergiftung, also da müssen jetzt erstmal die Basics klar sein, dass halt der Hunger in Wahrheit nur von dem schlechten Essen zuvorkommt und je gereinigter man ist, desto weniger Hunger hat man. Nicht, desto schneller ist man satt, wenn man isst durch einen verkleinerten Magen, sondern es kommt erst gar kein Hunger auf. Man kommt mit wenig zurecht. Man hat gar nicht das Verlangen oder das Bedürfnis danach, irgendwas zu essen. Dann denkt man sich nach 5, 6 Stunden, wenn man wach ist, ach, jetzt könnte ich vielleicht mal wieder was, damit die Rückvergiftung gemildert wird. Man macht trotzdem seinen Leistungssport weiter. Das machen Leute auch schon auf Dauer, schon jahrelang, auch jahrzehntelang. Da gibt es Beispiele für. Das ist ziemlich komplex, das Thema halt. Und ich habe mir da wirklich bestimmt 5.000 bis 10.000 Seiten durchgelesen, erstmal in Basics alles durchstudiert, innerhalb von ein paar Wochen oder so. Und das kann ich natürlich nicht alles ständig dann in jedem Video wiederholen, das ist das Problem. Ich versuche es aber trotzdem, das zu erklären. Weil das halt so ganz anders ist als die Programmierung in der Matrix, der wir leben. Und das wird auch das nächste Video sein über die Matrix. Das wird sehr interessant werden. Also, weil ich halt nicht Bock habe, ewig mir 10, 20 Bananen deswegen reinzuhauen, gehen die Gelüste dann auch in Richtung Kaloriendichteres, also Avocados zum Beispiel, aber dann auch gekochtes. Und wenn Avocados am Start sind, dann ist es eigentlich kein Problem, dann trotzdem roh zu bleiben. Oder war für mich dann jedenfalls kein Problem. Das war sozusagen die Rettung. Und vertrage ich auch besser als gekochtes, muss ich sagen, nur dass ich danach keinen Sport machen kann nach einer fertigen Mahlzeit. Deswegen esse ich dann am Abend. Meine Schlussfolgerung ist aus dem Ganzen, sich nicht zu stressen. Es ist ein langzeitiger Prozess und auch sogenannte Rückfälle sind eigentlich gar keine Rückfälle und keinesfalls negativ zu betrachten, sondern die gehören einfach zum Weg dazu. Man sollte nicht zu übereifrig sein. Ich bin es zwar, also ich selber, aber ich komme gut damit klar und ich weiß, dass ich meine Ziele erreichen werde und habe auch keinerlei Probleme damit, wenn es mir erstmal sogar Jahrzehnte oder ganze Lebenszeiten schlecht gehen würde, um meine Ziele zu erreichen. Wobei ich jetzt erkenntnistechnisch so weit bin, dass es null Gründe gibt zu leiden oder sonst wie schlecht drauf zu sein. Eigentlich ist das totaler Quatsch. Das ist aber auch nur am Rande. Ich wollte damit eigentlich, das war eigentlich nur Abschweifen jetzt von mir gewesen, was ich hier geschrieben habe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man sich nicht stressen sollte und nicht zu übereifrig sein sollte. Weil die Gefahr dann sein könnte, dass man halt wirklich immer wieder zurückfällt und zurückfällt und zurückfällt. Jetzt hier einfach mal so weiter gesagt, sollte sein, dass man es wirklich übergangsweise und langsam und geduldig tun sollte. Wenn man das Ganze nicht gerade mit Leistungssport und anderem stark unterstützt. Also das ist für mich halt sozusagen wie eine Geheimwaffe, der Leistungssport. Weil er noch sogar effektiver ist als Saftfasten. Aber nicht auf Dauer. Beziehungsweise nur so lange, wie man den Sport auch macht. Und wenn man das halt nicht macht, dann sollte man halt sich eingestehen. Also wenn man halt nicht unbedingt den krassesten Weg versucht zu gehen, so wie ich, und das unterstelle ich mal den meisten, dass sie das nicht wollen, dann sollte man sich wirklich eingestehen, das geduldiger zu tun. Und selbst wenn man halt merkt und auch durch das weniger Essen auch merkt, dass man eigentlich davon viel mehr Energie hat, sich viel glücklicher fühlt und viel leistungsfähiger fühlt, wenn man halt auch gereinigt ist durch das Saftfasten und so weiter, dass man halt trotzdem genug isst, obwohl man eigentlich schon so ein bisschen, ja, nicht mehr so viel Lust drauf hat, weil man gemerkt hat, dass es einem dadurch besser geht. Der Körper kann sich auch nicht so schnell umstellen, wie man das im Kopf gerne hätte und der Kopf halt schon gemerkt hat, dass das einen total gut tut. Das Physische ist relativ langsam und je vergifteter man ist, desto langsamer ist das. Man kann halt nicht jahrzehntelange Vergiftung jetzt plötzlich in ein paar Tagen aufheben oder in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten sogar und sollte dann wirklich genug essen, bis man auch satt ist.
und lieber mal eine Saftfastenkur machen, um ja wirklich so eine Art Kickstart zu haben, also einen gereinigten Darm zu haben, einen effizienten Darm zu haben, damit man nicht so viel Hunger hat, um dann nicht hungern zu müssen, um sich nicht ständig irgendwie sagen zu müssen, ich darf jetzt nicht, sollte jetzt nicht so viel essen, weil es ist ja besser für mich oder so ein Quatsch, sondern das soll ein sanfter Weg sein und dafür möchte ich halt mögliche Möglichkeiten anbieten, die man selber ausprobieren kann, wenn man denn will, um dann eventuell für sich zu erfahren, dass es wirkt und sich auf den Hunger positiv auswirkt oder nicht, um das selber zu erfahren. Man sollte sich aber dazu nicht zwingen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft. Und darum sollte es eigentlich auch in diesem Video gehen. Die Erfahrung habe ich jetzt, also die Erkenntnis habe ich jetzt auch gehabt. Obwohl meine sportlichen Leistungen, meine geistigen Leistungen explodieren und meine geistige Klarheit, meine Erkenntnisflut und mein Glück, mein Wohlbefinden befinden, muss da trotzdem Geduld haben. Und wenn man überhaupt diesen Weg gewählt hat. Für manche andere reicht es halt, Rorschach Vorernährung für ihre Ziele zur Unterstützung zu machen. Das war's dann. Das ist vollkommen okay, finde ich. Ist gar nichts gegen zu sagen, natürlich nicht, warum auch. Nur für mich hat das auf Dauer nicht funktioniert. Für meine Ziele. Obwohl ich es halt selber stark promotet hatte, diese 80-10-10-Ernährung, die ich auch immer noch für gut halte. Habe halt sogar ein E-Book dazu rausgebracht. Und ich möchte auch noch ein weiteres E-Book rausbringen. Ich weiß noch nicht wozu, ob zur Rohkost oder was weiß ich. Nur möchte ich erstmal noch mehr Erfahrungen dazu gemacht haben. Man muss halt trotzdem vernünftig bleiben, da war ich gewesen, und sich eingestehen, dass man halt länger braucht. Es ist halt wirklich jahrzehntelange Vergiftung und es braucht halt dann wirklich Jahre. Und man sollte sich dann wirklich auf diese Jahre vorbereiten und nicht versuchen, schnell wie möglich irgendwas zu erreichen, sondern sich Jahre vor, also nicht vorbereiten, sondern versuchen erstmal möglichst auf Rohkost umzustellen und dafür dann vielleicht ein Saftfasten zu probieren, weil das ja halt deutlich einfacher wird, auf eine Rohkost umzustellen oder auf eine High Raw Diet. Und das dann beizubehalten und dann immer mal wieder einen Schritt vorzugehen und alle, also mindestens, sagen wir mal so 2, 3 Monate, also ein paar Monate Pause zwischen Saftfastenkuren zu machen. Also bei den Saftfasten geht man halt immer wieder einen Schritt vor, dann geht man wieder einen Schritt zurück und macht halt eine Zeit lang Rohkost, damit auch die Verdauung gut funktioniert und der Körper alles bekommt, was er in dieser Übergangszeit noch braucht. Diese Übergangszeit existiert halt. So sollte das halt vonstatten laufen für die meisten. Und wenn man das halt mit Leistungssport alles sozusagen katalysiert, sozusagen in die Höhe schießt, dann kann es natürlich schneller gehen. Das ist ganz klar. Und ich bin halt jemand vom Typ her einfach, der halt wirklich ja maximal angehen will, aber dann auch wirklich die richtigen Techniken dafür sucht. Nicht einfach nur will und dann denkt, ich könnte das und schwebt irgendwie auf irgendwelchen Illusionen herum, sondern ich probiere dann ganz knallhart aus und versuche dann ganz knall harte Methoden, die halt auch wirklich, mit knallhart meine ich halt, dass die eine wirkliche Wirkung haben und dass ich dann halt keinen Anstrengungen, keinen geistigen, keinen physischen Anstrengungen zurückschrecke und die aber immer noch halt im Rahmen bleiben, dass sie halt, dass ich mich dann durch nicht physisch kaputt mache. Also ich habe so eine starke intuitive Verbindung mit meinem Körper, dass ich auch nie Verletzungen habe oder auch nie krank werde zum Beispiel. Das habe ich seit Jahren, kenne ich das nicht. Aber die meisten Leute sind halt nicht so wie ich und deswegen finde ich es wichtig für mich nochmal, das wirklich ganz klar zu machen, dass das halt eine jahrelange Umstellung ist, dass es sinnvoller ist. Und dass es im Endeffekt einen sogar schneller voranbringt, wenn man sich auf diese Jahre vorbereitet, seine Ernährung diese Jahre beizubehalten und dann nicht Gefahr läuft, die ganze Zeit zurückzufallen, wenn man halt irgendwas zu schnell will. Und das ist halt wichtig, am Anfang noch genug zu essen und so weiter. Auch allein für das Physische, aber auch für das Psychische, weil halt Essen auch eine Stimulation darstellt
Und wenn die plötzlich wegfällt, kann man Gefahr laufen, dass man halt insgesamt weniger macht, weil man dann nur noch rumhängt, weil die Stimulation plötzlich komplett weg ist. Und dadurch kommt man insgesamt dann noch langsamer voran. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich experimentiert habe wieder mal, dass ich halt komplett die Stimulation weggenommen habe. Und da fand ich sehr schwierig, sich nur aus mir selber zu motivieren, ohne dass ich mich durch Musik motiviere, durch irgendwelche inspirierenden Videos, ohne durch Ernährung und was weiß ich, sondern nur aus mir selber heraus und meiner inneren Leere sozusagen. Ich halte es auch übrigens für ganz wichtig, diese innere Leere zu akzeptieren, weil ich glaube im Endeffekt, dass wir aus Leere bestehen. Aber zumindest wissenschaftlich gesehen zumindest aus ca. 97% bestehen wir aus Leere. Das wäre auch ein anderes Video. Und wenn man halt das Ziel für sich selber hat, Rohkost oder komplett Rohkost oder auch sehr hohen Rohkostanteil, wenn man halt merkt, dass es einem damit um Welten besser geht, dann sage ich in dem Falle ganz klar, lieber 1 bis 3 Avocados zur Erdung, zur Stimulation oder whatever, obwohl zur Stimulation eher Früchte besser sind, anstatt von Kartoffeln sich reinzuhauen. Also Avocados sind wirklich so eine Geheimwaffe, weil die haben auch ziemlich viele Lichtphotonen und die geben eigentlich die Energie im Grunde genommen. Weil im Prinzip kriegen wir alle indirekt Energie von Licht, indem wir halt Nahrung essen, die Licht angesammelt haben. Und Früchte haben halt den höchsten Anteil an Lichtphotonen. Ja. Aber Kartoffeln gehören zu einer Übergangskost definitiv dazu. Also so ist das auch nicht. Das soll wie gesagt ein sanfter Umstieg sein. Auf der anderen Seite muss auch gesagt werden, dass man irgendwann auch mal halt über sich selber, über seinen eigenen Schatten hinaus kommen muss, hinausspringen muss, ich weiß nicht, wie das genau Sprichwort jetzt ist, dass man halt sich, es sich nicht zu bequem macht und sagt, ja, ich habe jetzt Jahre Zeit, kann ich ja rumsitzen und was weiß ich, Däumchen drehen. Aber für diese, wie es über den eigenen Schatten springen und so weiter, dafür ist halt wiederum Saftfasten halt wirklich das richtig gut, weil da zieht man es halt einmal durch, für eine Woche, für 2 Wochen, für 4 Wochen oder auch länger und hat dann enorme Effekte davon, die man mitnehmen kann und danach fällt es einem halt deutlich einfacher, weitere Schritte zu gehen. Und ob man halt gekochtes noch einbauen muss oder will oder nicht, das hängt halt vom persönlichen Vergiftungsgrad ab und vom Abhängigkeitsgrad an Nahrung und vom Bewusstsein und vom Bedürfnis nach Erdung. Also da ist halt jeder einen unterschiedlichen Status und braucht dann auch eine individuelle Übergangsernährung. Ich finde da auch sehr wichtig, wenn man halt momentan sich dafür entscheidet, seine Ernährung reiner zu gestalten, das heißt mehr Rohkost oder ganz Rohkost oder sogar Fasten, dann ist halt so, dass man entgiftet. Also wenn man sich halt dafür entscheidet zu entgiften, dann finde ich es ziemlich wichtig, viel zu trinken, weil Wasser wirklich sehr viel und sehr effektiv Giftstoffe ausleitet. Das wird immer noch viel zu wenig betont, dass das, der Effekt ist wirklich sehr, sehr enorm. Also wenn du jetzt zum Beispiel Rohkost machst mit viel Trinken, kann das effektiver sein als ein Saftfasten noch. Wenn du halt dann wirklich bei dem Rohkost viel trinkst. Ich empfehle da Minimum 3 Liter, wenn du entgiftest. Man kann sogar bis zu 8 Liter täglich trinken für richtige Hardcore-Leute, die ziemlich viel entgiften. Aber das sind eher die Ausnahmefälle. Und da empfehle ich auch wirklich gefiltertes oder destilliertes Wasser. Das bringt wirklich krass viel. So, abschließend, ich versuche es jetzt trotzdem mit meinem Orangensaftfasten weiterhin. Zumindest solange ich meinen Leistungssport aufrechterhalten kann. Aber ich zwinge mich da in keinem Fall. Das sind halt immer so Vorhaben, die ich dann vielleicht auch manchmal ankündige, weil ich da halt so begeistert von excited sozusagen. Aber es ist halt nie irgendwas, was komplett feststeht und ich mir aufzwinge, um nur, damit ich es halt wirklich durchführe. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wenn ich halt merke durch meine Intuition, dass das halt zu früh ist, wegen dem letzten Saftfasten noch, oder dass aus irgendeinem Grund oder halt der Leistungssport nicht funktioniert, dann werde ich auch wieder auf normal Rohkost umstellen und meine Geheimwaffe, die Avocado, dann anwenden.